Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Ja, mit dem einen Motor werden wir wohl nicht so zurechtkommen. Das wird nicht so reichen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern. Wir gehen für die Folge erstmal am Anfang direkt schlafen, weil es einfach spannend ist, ne? Dieses Wegschlafen. Oh, heftig, ne? Wie viel da drinnen sein kann in so ein Netz. Ne, wir lassen uns so ein bisschen treiben. Wir brauchen auf jeden Fall Metallos, um dann noch eins herzustellen, um so einen Motor. Und dann müssen wir leider uns einfach so mal treiben lassen, wie auch immer das so passiert, ne? Ups. Ich hätte ja gerne, es gibt ja so von den Inseln, gibt es ja immer wieder, ja, manche, die haben ganz viel Ringelblume, würde ich sagen, Seetang. Manche haben total viel Kupfer, manche Eisen. So eine Eiseninsel wäre jetzt nämlich genau das Richtige für uns eigentlich. Ja, so was müssten wir finden, sammeln und umbrennen, weil wir haben in letzter Zeit extrem viel Eisen verloren. Das Problem ist auch, ich habe hinten das Schiff so megamäßig erweitert. Dass man darum könnte, ich habe eine Klatsche für so ein kleines Lenkrad. Aber ich wusste doch nicht, ich dachte, das ist ein großes Lenkrad. So, und da kommen wir jetzt eigentlich auch dahin, wo wir so hin möchten. Der Wind kommt so. Ja, das sieht gut aus. Ja, das feiere ich schon mal ein bisschen. Weil ich glaube, gut, wir haben ganz viele Nägel noch, ne? Und ich glaube, die Teile. Ups. Das war ja hier mit Nagel oder sowas. Achso, Nagel und Metall waren. Ja. Ja, und dann fehlt nämlich schon ein bisschen wieder was. Also allgemein fehlt allgemein. Allgemein fehlt hier. Aber wirklich eine ganz kleine süße Insel. Nee, da will gar nicht. Glaube, mit den Blättern oder so, da wird man so zugekackt, dass das niemals wichtig sein könnte. Okay, wir treiben wirklich richtig, richtig gut drauf zu. So, jetzt müssen wir schon ein bisschen einscheren. Ja, das sieht echt gut aus. Eigentlich nicht, weil die Katze schon wieder. Das war jetzt nicht so geplant, das sah ein bisschen untypisch aus. Eigentlich wollte ich so Stuntman, so Rambo-mäßig runter den Anker gleich mitnehmen, ne? Aber das funktioniert hier nicht so. Ne? Da hängen die noch ein bisschen hinterher, ne? Zwischen meinen Ideen und dem, was möglich ist. So. Ah, nur minimal. Warum habe ich hier eigentlich. Genau, wegkippen. Jetzt wird ganz wichtig. So. Ja, wir müssen natürlich jetzt Gerhard wieder auf die Schnauze hauen. Aber viel wichtiger ist erstmal hier auszusortieren, was wir brauchen, was nicht. So. Flap, flap, flap. Dann können wir das hier rüber machen. Da.
Gut, dann ist das hier alles schon mal größtenteils okay. Katze, geh, Frauchen ist wach. Ja, oh, der reißt hier alles nieder, ne? Frauchen ist wach und der rennt ja wie so ein Idiot durch die Gegend. So, Kartoffeln voll. Die kommen ja rüber, Rüben, ja, okay. Das fressen wir so mal weg. Damit wir da nicht so viel haben. Das kommt alles rüber. Und das wird hier eingelagert. Ein bisschen das, das, das. Und ein Stein. Das, das und das. Und dann sieht es schon wieder, ja, halt wieder normal. So, und das hier noch so ein bisschen weggesnackt, ne? Sonst nimmt das Überhand. So, dann haben wir die Teile noch einzusortieren und ein bisschen Holz. Und zack, sind wir schon wieder aufgeräumt. Meine Fresse. Aber ich wollte den Seetang nochmal neu ansetzen. Damit das da auch ein bisschen besser läuft, ne? So, jetzt bumsen wir hier noch das Lübberin. Und schon ist wieder gut. Feini. So, jetzt kicken wir, wo der blöde Hai ist. Wo ist das Vieh? Ach, da hinten. So, komm, Gerhard, wir haben da keine Zeit. Komm schon. Ey, Koffi, hier ist richtig Metall, ey. Richtig schön viel. Komm her, du. Auf die Schnauze hast du gekriegt. Auf die Schnauze. Komm her. Also, glibbermäßig sieht es hier mega aus, ne? Nur Metall hätte ich noch. Richtig, richtig gerne. Komm schon. Oh, da. Ich sehe das erste Metall. Komm schon. Oh. Ja. Oh, das war eine gute Bahn, die er gefahren ist. Ey. Sehr schön. Sehr schöner Gerhard. Liefert uns täglich mit Essen. Na gut, manchmal darf er auch mal essen, so ein Haps von uns. Ich weiß nicht, ob wir eigentlich noch Lipper brauchen. Eigentlich schon ein bisschen, ne? Ein bisschen sollten wir vielleicht mit unter anderem eventuell quasi mitnehmen. Um gegen alles gerüstet zu sein. Ich schwimme hier einfach mal außen rum. Ist ja eh nur so eine ganz, ganz kleine Mini-Insel. Wirklich eine sehr, sehr kleine Mini-Insel. Aber ich hoffe einfach, dass hier irgendwie ein bisschen noch... Da hinten sehe ich wieder was. Also Kupfer brauchen wir gar nicht. Kupfer haben wir hier extrem viel. Ich denke mal, hier so ein Kugelfisch wird es hier auch nicht geben. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Mit diesem kleinen Territorium. Steine haben wir hier noch. Die guten Steine. Ein Stein und zwei Stein. Ja, leider ist... Also da ist noch ein bisschen Metall, sehe ich. Leider ist hier nicht so viel wie erhofft. Es wird ja eigentlich eine Insel für Seetang. Also ist ja wirklich eine sehr, sehr kleine Insel. Die hätte man ja fast schon übersehen können, so klein war die. Und hier ist auch ganz viel Seetang ohne Seetang. Seht ihr das? Ist echt ermüdend, ne? So. Oh, da ist noch was. Da hängt auf jeden Fall noch was. Das will ich auf jeden Fall haben. Also das bisschen, was wir haben, müssen wir auch mitnehmen. Oh, hier ist auch noch was. Also hier muss man schon immer bei diesem Spiel richtig genau hinglotzen. So wird man die Hälfte auf jeden Fall übersehen. Besonders was das Metall angeht. Obwohl wir ja irgendwann mal eine megamäßige Insel hatten, wo 10.000, ja 10.000 nicht, aber mindestens so 20, 30 Metall so dran geklebt haben, ne? Auf jeden Fall. Was wir auch mal beginnen könnten, wäre die Tatsache, unser Schiff mal ein bisschen bunter zu machen. Das hätte irgendwie was, ne? Ich finde es ja auch schon geil vom Weiten zu sehen, wie die Antennen da so leuchten. Das hat irgendwie auch was. Aber
dass wir irgendwie so ein bisschen Farbe ins Spiel bringen, weil da haben wir noch gar nichts. Könnten wir eigentlich auch mal anfangen, so eine Kiste zu bauen und hier die ganzen Pflanzen zu sammeln dafür. So ein bisschen weiß. Und was bist du? Eine gelbe Blume. Da ist eine Insel. Hier so ein kleiner Turm. Hier haben wir Blau. Und hier haben wir Savats. Ist hier ganz oben noch was? Nee. Ja. Meine Damen und Herren, das war schon die Insel. Da oben wirklich ein bisschen mini, ne? Mal gucken, wo habe ich denn jetzt hier die andere gesehen? Zu weit weg wahrscheinlich. Okay. War es denn eben halt schon, ne? Werden wir uns weiter treiben lassen? Ah, kann ich mal hier schnell aufsammeln. Haben ist besser als müssen. Ja, die Frage Nummer 1. Erste Motor oder erst der Schutz? Also hier diese verstärkten Platten oder wie auch immer. Das müssen wir uns als erstes fragen. So. Erstmal schmelzen, ne? Obwohl jetzt, ne? Großartig kann ich mich auch nicht beschweren, weil das waren zumindest 11 Eisen, ne? Darf man jetzt auch nicht unterschätzen. Ach, jetzt hat er das nicht fertig gebraten. Das ist aber Kacke. So. Noch ein bisschen Frucht haben wir ja. Entweder können wir das wieder wegschnabulieren, wenn was übrig bleibt. Ah, hier haben wir ja auch schon ein bisschen Farbe. Das ist ja gar nicht so schlecht, nur die Blumen haben wir nicht. Die Körnchen haben wir, aber die Blumen hatten wir nicht gesammelt. Wie funktioniert denn das eigentlich mit der Farbe? Ich muss da gleich mal gucken. Gab es hier nicht so ein Paletten? Das gab doch hier, wie soll man sagen? Das wiederbelegen, okay. Ja, irgendwas mit Farbe war doch mal hier gewesen. Ich muss mal abnießen. Ach da. Malerei. Wird benutzt, um Blumen in Farbe zu verwandeln. Okay. Okay. Das klingt doch mal nice. So, wir müssen erstmal was hier trinken. Haben wir auch kommen. Ja, und dann legen wir uns erstmal hin, wa? Ein bisschen malern so wäre auch gar nicht schlecht. Ja, mehr haben wir nicht. Nur die blöde Mango. Na, ich denke mal, wir bauen erst den Motor, ne? Weil da ist das. Ich würde gerne dahin mal fahren. Mal kicken, ob wir das denn so geschissen kriegen mit dem Lenken. Das wäre irgendwie eine gaude Sache, glaube ich. Weißt du, für die ersten Versuche, nicht, dass wir mal gegen so einen Berg fahren und dann so war gänzlich hinüber. Was nicht passieren kann, weil das Spiel ist nicht so, ich weiß das, aber... Ist da? Eine Blumenkiste. Wie werden damit? Ich will haben eine Box, einen Lagerraum und dazu brauchen wir blanke Schrott, Scharnier. Schrott, Scharnier. Was war noch? Seil und Plankes. Plankes, El Mankes. Super. Und dann können wir den nämlich erstmal hier so
Aha, Katze, das ist total toll, was du da sagst. So. Da können wir nämlich die Blümchen drin machen. Und vielleicht mit unter anderem auch hier die ganzen Samen für die Blumen. Genau. Dann können wir das nämlich so. Das ist für die weiße Blume. Und das ist für die schwarze. Und so weiter und so fort. Und da können wir bestimmt nachher richtig schön mischen. Gleich mal gucken, ob wir Malerei gleich so machen können. Ein Pinsel. Also brauchen wir Schrott, Seil. Nochmal Schrott, Seil und Stene. So. Cool. So, dann können wir das erstmal wieder zurückpacken, glaube ich. Den Pinsel brauche ich mal noch. Da brauchen wir Feder und Seil. Okay. Achso, ne, Federn hatten wir auch hier. Federn. Genau. So, jetzt haben wir es aber. Den schon mal weg. Ne, mehr nicht. Der wird schon wieder fertig sein. Geil. So, und das ist eine richtige Maschine. Ah, okay. Wo stellen wir das denn hin? Oh, das ist aber fett, ne? Wo ist denn das so fett? Ah, das können wir hier hinten hinter der Ecke bauen, oder was? Muss das in der Nähe vom Wasser gebaut werden? Drehen. Ah, echt jetzt. Damit. Ah ja. Ja. Macht Sinn. So. Was können wir. Jetzt können wir hier was reingeben und dann. Da müssen wir uns nochmal richtig schön hinsetzen. Also haben tun wir es ja schon mal. Das ist gut. Aber wie die Jans hier auch funktioniert. Ja, gut, ist schon logisch, ne? Man nimmt jetzt auch Rot und Gelb und daraus wird Blau. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die. Also, da habe ich nicht aufgepasst. Im Unterricht, ne? Wie das jetzt hier genau, die Mischverhältnisse und so weiter so. Ja. Ich gebe dann zu, da war ich ein wenig schlampig. Aber. Zeichnen und sowas hat mich jetzt auch nicht so brennend interessiert. Ne? Also es gibt so Sachen, wo ich sage, boah, das ist wichtig. Ne? Und dann gibt es Zeichnen. Und deswegen ist halt so. So, Feuerfrieden. Jetzt habe ich, glaube ich, hier schon zwei reingepackt, ne? Kann das? Ja. Und wir wollten die Motor nochmal machen. Brauchen wir wieder Seil. Eine Leiterplatte, Plante, Plack, Plapp, Plapluka. Brauchen wir auch noch. Können wir jetzt erstmal. Kunststoff. Kunststoff haben wir. Und dann Motor. Brauchen wir noch Holz. Und dann haben wir den auch schon. Heftig. So, weg damit. Jetzt müsste der ja eigentlich, wenn wir den hier vorbatzen. Haha. Und jetzt müsste der ja richtig abgehen, wa? Wie Schmidts Katze. Also wenn Schmidt das mitmacht, ne? Das wäre geil. So, was wollt ihr? Achso, einlagern wollte ich. Merk. Haben wir eigentlich jetzt so wirklich genug? 15 Clipper, das reicht erstmal für den Anfang. Glaube ich, denke ich, eventuell. Aber die bräuchten wir noch. Achso. Ja, das ist das Problem, wenn man so eine Weile auf Stillstand ist. Dann gehen so, geht so das Holz so langsam aus, ne? Ah, ne, hier muss ich. Oh, guck mal, 12 Holz da reingeballert. Also 20, denke ich mal, passen insgesamt rein. Sehr heftig. Ey, ich bin arm, Leute. Ihr macht mich arm. So, ich würde es aber nach vorne machen, so dass ich sehe, wohin ihr geht. Kann ich mich. Nein! Oh, diese Drecksau, wa? Ich hasse ihn. Der hat mein Lenkrad weggefressen. Oh.
Oh, ist das eine Drecksau, ne? Boah, bin ich sauer jetzt. Klasse, baut den. Was ist das denn für eine dumme... Gut, machen wir es anders. Bauen wir hier jetzt erstmal... ne, stellen wir hier so. Den erstmal zu. Dann machen wir den. Ja, ich höre den nämlich schon, du blöde Drecksau. Dass der jetzt wieder alles anknabbern kann. Jetzt muss ich das ganze Lenkrad wieder bauen. Oh, das kostet so viel. Blöde Sau, ey. Warum ist das? Das sind so, kennt ihr einfach so Wesen, die immer Langeweile haben? Und ich habe jetzt noch nicht mal genug Metallplatten. Kann ich das nicht irgendwie zersetzen hier? Das geht nicht, wa? Ah ja, fehlt ja jetzt vier... Und wenn ich jetzt hier kein Metall finde unter mir... Schon alleine, wenn mir übelst auf der Eier gehst, du Hanswurst, du. Ich weiß nicht, was der vorhat, aber... Ich glaube, wenn ich jetzt hier ein Eisen finden würde, ne? Dann wäre ich richtig happy eigentlich. Weil dann hätte ich vier. Ja, du stirbst jetzt aus Prinzip, du Typ. Weil du einfach kein Wunder, dass die Kinder leiden kann, ey. Dass du keine Freunde hast. Das ist echt kein Wunder. Du gehst einfach mal jeden auf die Eier. Komm jetzt her. Boah, jetzt ist so noch mein Speer im Arsch. Echt jetzt? Mein Speer ist wirklich immer. Hatte ich nicht einen vollen Speer bei? Ups. Ah, jetzt muss ich ja für ein Speer schon Eisen verwenden, ne? Ja, denn ist gänzlich für den Arsch. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Wenn ich jetzt hier noch ein Speer bauen muss. Wo ist denn mein Speer hin? Hatte ich nicht einen? Bin ich denn beklöbt oder? Ne, echt nicht. Wo ist mein Speer hin? Oder ist der echt schon im Arsch gegangen? Das kann ich mir ja nicht vorstellen. Kostet denn Speer? Speer. Ja, siehst du. Oh, zwei Metallbahnen. Ja, da ist er vorbei. Da ist er gänzlich vorbei. Das ist ja. Boah. Das käst mich ja an. Aber, ja, nutzt nichts, ne? Das ist halt so. Was brauche ich denn? Bolzen da. Den brauchen wir ja. Und ganz ehrlich, da unten wird auch nichts weiteres sein. Ne? Da werden wir nichts mehr finden, außer Enttäuschtermin. Zumindest meine. Guti. Ne? Dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Dann müssen wir einfach wieder treiben. Wir haben zwar jetzt die Motoren, aber blöde Gerhard hat ja unser Lenkrad weggefressen, die dumme Sau. Und ja, somit gesehen, haben wir zwar jetzt das geschafft, aber können das nicht steuern. Ich mag ihn. Ich mag ihn echt. Wenn er tot ist. Bis zum... Hätte ihn jetzt eigentlich aus dem... Ach nee, konnte ich ja gar nicht. Na komm, so, ey, weil ich jetzt einfach wütend bin, ne? Den hauen wir jetzt hier nochmal richtig auf die Schnauze. Komm her jetzt hier. Du stirbst, das gib mir dein leckere Teufel. Ja, ja, besser ist. Besser ist, du Lumpe. So. Gut. Dann sage ich adios. Haut rein. Tschüss. Lecker drücken.